So, und letzte Runde jetzt. Probier doch mal. Vom jetzigen Erkundungsstand her. So, einmal den Rotz hier mitnehmen, kurz mal. Könnte ja sein, dass was passiert, aber natürlich tut es das nicht. So. Da sind auch Pilze, können ja auch sein, dass sie was auslösen, aber natürlich tun sie es auch nicht. So, jetzt ist ein bisschen Sicherheit. Jetzt kannst du da hin und die Truhe aufmachen. Super Sache. Wunderbar. Gut, dann gucken wir mal jetzt hier nach. Weil hier gibt es jetzt einiges. Also einmal sind da die Kisten und so, was wir gesehen haben. Obwohl, weißt du was? Ich glaube, wir gehen vom Teleporter aus. Ich glaube, das ist am besten. Ja, weil wir gehen jetzt gerade rückwärts. Also wäre ja vom Vorteil, wenn wir vorwärts gehen. Oh! Moment, hier beim Teleporter. Nanu, Moment mal. Da oben irgendwo. Den habe ich ja vorhin gar nicht mitbekommen. Ah, ein Baum! Ah, jetzt hat der Baum auch mal einen Sinn. Schönes Ding. Gut. Und gut, dass wir nochmal schnell zum Teleporter gegangen sind. Na, wer will denn da kämpfen? Ihr? Warum? So, wo ist er? Wo ist er? Da. Siehste, damit hätten wir ihn. Den glücklichen Gutschein. So, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass da oben eigentlich nichts ist, aber trotzdem aus Protest gehe ich jetzt hier hin. Na. Ja, oh, tatsächlich ist hier was. Ha! Wo fehlt denn einer? Da. Ja, ich kann mit Euler noch nicht mehr ernst machen hier, weil die halten nichts aus gerade. Aber schön ist, und da komme ich nicht voran. Yay, ist doch immer irgendwie schön. Auf jeden Fall haben wir die Truhe, die war jetzt hier oben. Wunderbare Sache. Gut. Da. Oh. Da ist auch was. An die gute Frau knallt aber auch rein, du. Heieieiei. Dabei habe ich noch Schrott-Equipment. So. Soweit, so gut. Ja. Gehen wir noch einmal da oben hoch. Ich hoffe immer noch, dass es irgendwas auslöst mal zwischendurch, aber irgendwie, nö. Weil der kleine Stein hier sah auch so komisch aus, nein. Nein. Alles nur Täuschung. Aber ich glaube, hier oben waren wir schon mal, ne? Also hier ist nichts. Oh, ja, ach ja, genau, jetzt sind wir ja hier. Also falls der Gutschein jetzt in der Luft ist, ist es von Vorteil, wenn wir jetzt hier sind. Aber der ist einfach nur da. Also kommen wir ganz leicht ran. Gut.
Ja, den holen wir auch gleich. Ich wollte ja von Anfang an dahin laufen. Ich hätte mich nur ablenken lassen. So, also jetzt nochmal. Na, sag mal, was ist denn los hier? Ah, das stimmt was nicht. Sehr schön. Was mit euch beiden? Ihr freut euch? Das ist gut. Ihr freut euch wohl auch. Ja, hier ist alles okay. Gut. Wohin? Dahin, natürlich. Ah, bitte hilf mir. Oh, Sprungpilz. Jawohl, cool. Na, ja, der hilft mir dann auch nochmal. Noch ein Sprungpilz, bitte. Natürlich. Tada! So, das lesen wir uns gleich durch. Erstmal nochmal schnell einen Gutschein hier ergattern. Jetzt freuen die drei sich, das ist auch schön. Gut. Was muss man denn jetzt hier erfüllen? Weil da stehen ja drei Schilder. Also. Noch in Ordnung, Fahrbahn. Einrichtung abgeschlossen. Setz dich in den Choo-Choo-Express und bestreite die Herausforderung. Okay, was sagt er? Mit einer stärkeren Neigung der Fahrbahn wäre es vielleicht ein noch spannendes Erlebnis. Es kommt auf den Drehwinkel in der Luft an. Hey, Hado. Ah, ihr seid es. Hattet ihr Spaß in der Mirage? Wir hatten viel Spaß, sehr gut. Ich bin froh, dass es euch hier gefällt. Aber wo wir gerade davon reden, wollt ihr vielleicht eine experimentelle Mini-Fahrbahn ausprobieren? Experimentell? Man muss auch hier in der Mirage Experimente machen, bevor man Fahrbahn baut. Genau. Seht ihr das hier hinter mir? Das ist das Testgelände für den Choo-Choo Express. Hey, erinnert ihr euch noch an die stromschnellen Fahrbahn? Jene Fahrbahn wurde hier entworfen. Auch wenn wir hier die Bündellichtwerfer von vorgefertigten Gemälde verwenden können, kann man ohne den richtigen Entwurf keine brauchbaren Fahrbahn bauen. Daher ist es sehr wichtig, zunächst den Entwurf zu machen, Experimente durchzuführen, die Testergebnisse zu sammeln und basierend darauf Anpassungen vorzunehmen. Aber es könnte ein wenig nach Geronis Beschreibung zu erlebnerisch sein. Für Gradlinientest gibt es in diesem... Gradlinien, würde ich sagen. Also es ist verkehrt geschrieben. Gradlinientest gibt es in diesem Testgelände drei Mini-Fahrbahnen. Die sind ein bisschen schneller als der normale Choo-Choo-Express. Sie sind die Noch-in-Ordnung-Fahrbahn, die Mir-ist-übel-Fahrbahn und die Viel-zu-schnell-Fahrbahn. Ah, diesen Namen hat sich übrigens Ferdinand ausgedacht. Boah, ist mit Ferdinand alles in Ordnung? Ihm geht es bestens, er braucht einfach nur etwas frische Luft. Um wieder zum Thema zu kommen, da diese Mini-Fahrbahn allesamt viel schneller als der normale Choo-Choo-Express sind, empfiehlt es sich, mit der Noch-in-Ordnung-Fahrbahn zu beginnen. Na, was meint ihr? Bist du mutig genug, um sie auszuprobieren? Lass uns gleich beginnen. Ah, solche Laden lobe ich mir. Geh zu den Wassergeistern, die für die Mini-Fahrbahn zuständig sind. Sie werden sich sicher gern für dich aktivieren. Sehr gut. So, jetzt muss ich ja eigentlich... Ja, guck mal, jetzt ist er... Nee. Ach so, weil ich mit mir geredet hatte, geht das direkt hier los. Ah, so. Gut. Dann wollen wir mal gucken. Aha. Ach so, oh, ich hätte tatsächlich weiterdrücken müssen. Ach, gut zu wissen. Oh, dann schaffe ich das nicht. Ja, dann muss ich nochmal aussteigen. Ja, sieht man jetzt. Alles klar. Haha. Genial. Gut, wissen wir das?
Dann steigen wir doch nochmal hervorragenderweise einmal komplett aus. Den Rest brauchen wir gar nicht weitermachen. Ach, ich kann ihn nicht verlassen. Oh, das ist ja ärgerlich. Das ist ja sehr ärgerlich. So, jetzt nochmal. Abgeschlossene Runden. Ach so, innerhalb der Runden soll ich das machen. Oh, und ich konnte Spiel nicht drücken. Eieieiei, gut, jetzt wissen wir Bescheid, wie das wieder so läuft hier. Ja. Yeah. Ja, also, dann ist das Gute ja, wenn man das vermasselt hat, so wie ich, dass man dann das nochmal nachträglich holen kann. Wenn man ja eh die Runden abschließen muss. Ja, ist auch nicht so schwer, einfach mit der Maustaste zu drücken. Aha, jetzt haben wir den aktiviert. Okay, letzte Runde. Yay, geschafft. Interessant. Cool, dadurch hat sich die Truhe freigeschaltet. Die holen wir aber gleich zu... Oder, obwohl, nee, wir nehmen ja schon unsere Belohnung mit. So. Und jetzt ihn. Jetzt habe ich ihn angesprochen. Perfekt. Jetzt geht's hier los. Und gleich wieder rüber. Passt. Oh ja. Ah, der ist interessant. Cool. Sehr unterhaltsam. Also eigentlich nur richtiges Timing, mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Cool. Das war Nummer 2. So, jetzt kommt die viel zu schnell. Bin mal gespannt. Na. Nicht rumzittern jetzt hier. Gut. Dann wollen wir mal. Was kommt denn jetzt? Wow, 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 wow. Ja, nun? Ah, oh! Yay! Damit hätten wir es geschafft. Genial. Ja, cool. Tja. Nicht schlecht. Da haben wir die Luxuriöse, ja. Nett. Nett, nett, nett. Sagt er noch irgendwas? Hast du heute Zeit, eine aufregende Fahrbahn auszuprobieren? Wenn ja, sag einfach den Wassergeistern beim Testgelände Bescheid. Okay, er sagt einfach nichts mehr. Hätte mich ja wenigstens nochmal gratulieren können, dass ich alle drei Fahrbahnen geschafft habe oder so. Cool. Sehr nett. So, wir wissen, dass die Wassergeister hier, diese da, sind auch völlig uninteressant. Aber der hier, jo, was gibt es? Nochmal Geld. Wunderbar.
Also ich glaube, wir wären dann jetzt durch, ne? Also ich glaube, das war's jetzt. Ich werde nochmal gleich noch ein bisschen gucken, aber ich denke mal, wir sind jetzt eigentlich durch. Und der in der Höhle da war, den hatten wir ja gerade vorhin schon. In dieser Strecke hier. Na, vielleicht erzählen die noch was hier. Nein. Und die beiden? Nö. Nö. Okay, cool. Also mit den drei Kisten und wir sind drei von unterschiedlichen Fahrern, war sehr nett. Das hatte was. Gut, ich suche noch mal ein bisschen, aber ich glaube, das war's gewesen. Ich meine, gut, wir haben auch einiges jetzt schon erlebt, ne? Ja, Part ist auch lang genug, also falls ich nichts mehr finde, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tatsächlich habe ich noch was gefunden. Also hier ist noch... Da stimmt was nicht. Gut, das ist jetzt uninteressant, aber trotzdem. So, nichts. Also ich hab nachgeguckt, theoretisch sollte hier, aber es ist wahrscheinlich ein Fehler, eigentlich eine Quest sein, aber wie man sieht, ist hier nichts. Oder die kommt noch irgendwann. Oder einfach nur verkehrt gedrückt, also verkehrt platziert, wer weiß. Gut, dann war es das schon mal. Und schon wieder was gefunden. Während ich jetzt hier rumtone, da ist, irgendwo ist ein Gutschein hier. So, unten. Ja, da ist er. Cool. Hätten wir das auch schon mal. Wunderschön. Hui. So, hier scheint erstmal nichts weiter zu sein. Das Einzige, was mich interessiert, ist das da. Wo auch immer das jetzt ist. Hier. Da. Mit dem wollte ich fahren, aber mit dem kann man wohl nicht fahren. Noch nicht. Mal sehen, ob ich das irgendwie noch hinkriege. So, und das war es jetzt erstmal, die kleinen, zwei kleinen Sachen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen jetzt nochmal richtig und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also, jetzt das dritte Mal. ich habe gerade noch die Belohnung abgeholt und da habe ich was erhalten und ja. Kristallüberschwängliche Freude. Dieses faszinierende Kristall strahlt einen glimmenden, fluoreszierenden Glanz aus. Er scheint in der Lage zu sein, die Emotionen Freude innerhalb eines bestimmten Bereichs wahrzunehmen und den Menschen den richtigen Weg zu weisen. Sondieren nach Anwendung der näheren Umgebung nach glücklichen Gutscheinen. Ach, guck mal an. Das war's? Okay, den haben wir jetzt erhalten. Ich habe in einem Kias Dings geholt und habe gesehen, ich muss jedes Mal hier einmal holen, damit man ja die Punkte kriegt. So, alles andere ist jetzt eigentlich schon mehr oder weniger optional, aber natürlich will man es trotzdem haben. Aber was ich nicht verstanden habe, wenn ich den hier erhalte, warum kriege ich ihn da unten nochmal? Egal. So. Einmal... Ach, wo bin ich denn hin? So, okay, ja, wo ist er? Na, da bist du. Dann kriegst du mal deine neue Figur einmal hier verpasst. Dein neuer Skin. Ja, warum nicht? Genau, ganz genau. Sehe ich wirklich genauso. Du hast es erfasst. So, hier. Wechseln. Ja, probieren wir mal aus. Tatsächlich ist hier nichts in der Nähe. Siehst du, das kann man wirklich nochmal nachgucken. Ja, ich werde das jetzt tatsächlich nochmal ganz kurz machen. Oder fürs nächste Mal verschieben. Ja, ich würde sagen fürs nächste Mal. Weil wenn jetzt wirklich nur einer hier ist, dann ja gut, dann ist es halt so. Aber wie ich schon sagte, ich werde sowieso nochmal überall lang gehen. Also wenn dann was kommt, ihr werdet es dann erfahren. Also das sollte nichts vergessen werden. Und falls ich doch mal tatsächlich, nachdem ich komplett fertig bin, was vergessen haben sollte und ihr was finden solltet, sagt mir bitte gerne Bescheid, dann hole ich es nochmal nachträglich. So, jetzt zum dritten und letzten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.